Häufige Probleme mit Realme Q3 Pro 5G und wie man sie behebt. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind bei guter Gesundheit. Heute mit Ihnen ein neues Video, das die häufigsten Probleme in Realme Q3 Pro 5G zeigt und wie man sie behebt. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und jetzt lass uns der Erklärung folgen. Wie behebt man das Heizproblem des Realme Q3 Pro? Trennen Sie das Telefon, nachdem es vollständig aufgeladen ist. Dies führt häufig zu Überhitzungsproblemen. Achten Sie darauf, eine dünne Rückseite zu verwenden. Die Verwendung einer dicken Rückabdeckung kann zu einer unzureichenden Belüftung Ihres Telefons und zu Erwärmungsproblemen führen. Spielen Sie keine Spiele, während Ihr Telefon aufgeladen wird, und verwenden Sie Ihr Telefon während des Ladevorgangs nicht so oft. Achten Sie beim Aufladen des Realme Q3 Pro Smartphones immer darauf, das Original-Ladegerät zu verwenden. Der Hauptgrund für die Überhitzung des Telefons ist das stundenlange Spielen. Dies ist ein häufiges Problem bei fast jedem Smartphone. Installieren Sie keine nicht unterstützten Apps und Spiele auf Ihrem Telefon. Dies führt häufig zu Überhitzungsproblemen. Halten Sie Ihr Telefon immer auf dem neuesten Stand und alle Ihre Apps werden regelmäßig aktualisiert. Lassen Sie den Speicher Ihres Telefons nicht voll werden. Aus diesem Grund kann Ihr Telefon träge werden und Probleme mit der Erwärmung verursachen. Manchmal können aufgrund der Überhitzung Ihrer häuslichen Umgebung sogar Heizungsprobleme auftreten. Laden Sie Ihre App immer aus dem Google Play Store herunter. Manchmal können aus dem Internet heruntergeladene Apps Probleme mit der Heizung verursachen. Wenn Ihr Akku sehr alt und nicht in einem gesunden Zustand ist, dann ist dies auch der Hauptgrund, warum das Realme Q3 Pro Smartphone überhitzt. Wie behebt man eine schlechte Akkulaufzeit bei Realme Q3 Pro? Schalten Sie GPS immer aus, wenn GPS nicht benötigt wird. Wenn Sie Apps wie Phone Cleaner installiert haben, dann installieren Sie diese unbedingt. Diese Apps laufen im Hintergrund und verbrauchen den Akku Ihres Telefons. Laden Sie niemals andere Apps als den Play Store herunter. Diese Apps können Malware enthalten, die im Hintergrund Ihres Telefons ausgeführt wird und zu Problemen mit dem Batterieverbrauch führt. Versuchen Sie immer, Ihr Telefon in den allgemeinen Einstellungen zu verwenden. Verwenden Sie Ihr Realme Q3 Pro nicht in den benutzerdefinierten Einstellungen, was der Grund für eine schlechte Akkulaufzeit sein kann. Wenn Sie einen sehr niedrigen Akkuladestand Ihres Telefons feststellen, versuchen Sie, den Akku auszutauschen. Die Verwendung von Realme Q3 Pro mit höheren Bildschirmhelligkeitseinstellungen kann Ihren Akku schnell entladen. Wenn Sie mehr Spiele spielen, sollte dies auch der Grund sein, warum Ihr Akku schnell leer ist. Überprüfen Sie, ob nach der Installation von Apps auf Ihrem Telefon Akkuprobleme auftreten. Wenn Sie eine App installiert haben, die behauptet, die Akkusicherung Ihres Telefons zu verbessern, dann installieren Sie sie. Wenn Sie Ihr Telefon über viele Stunden im Energiesparmodus halten, entlädt sich der Akku ebenfalls schnell. Wenn das Batterieproblem weiterhin besteht, nachdem Sie die oben aufgeführten Schritte ausgeführt haben, versuchen Sie, Ihr Realme Q3 Pro auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Langsame oder langsame Benutzeroberfläche auf Realme Q3 Pro. Fühlen Sie sich bei der Verwendung Ihres Telefons langsam und träge Benutzeroberfläche? Wenn ja, dann ist hier die Komplettlösung für Ihr Gerät. Bitte lesen Sie alle Schritte sorgfältig durch, bevor Sie es auf Ihr Telefon anwenden. Wie behebt man ein Verzögerungsproblem auf dem Realme Q3 Pro Android-Gerät? Wenn Sie eine Antiviren-App auf Ihrem Telefon oder eine Junk-Reinigungs-App verwenden, dann installieren Sie sie. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Speicherplatz im internen Speicher Ihres Telefons haben. Wenn auf Ihrem Telefon der Speicherplatz knapp wird, geben Sie etwas Speicherplatz frei, und Ihr Realme Q3 Pro ist wieder normal. Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC-Laptop und scannen Sie es mit Quick Heal oder einem vertrauenswürdigen Antivirenprogramm. Dadurch wird der Virus von Ihrem Telefon entfernt. Manchmal kann es aufgrund des langsamen Internets zu langsamen und trägen Erfahrungen kommen. Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die oben aufgeführten Schritte ausgeführt haben, versuchen Sie, Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Gehen Sie zu Einstellungen, System, Optionen zurücksetzen,
Wählen Sie alle Daten löschen, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Es besteht eine gute Chance, dass Ihr Telefon nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen schneller funktioniert als zuvor. Anwendungen, die nutzlos sind, deinstallieren Sie sie. Manchmal kann die Verwendung eines benutzerdefinierten Designs auf Ihrem Telefon die Leistung Ihres Telefons verlangsamen. Wenn Sie kürzlich einen Launcher eines Drittanbieters auf Ihrem Realme Q3 Pro installiert haben, könnte dies die Ursache für dieses Problem sein. Sie können es deinstallieren und zum Standardesischen zurückkehren. Versuchen Sie, Ihr Gerät neu zu starten und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Telefon die neueste Version von Android ausgeführt wird. Wenn nicht, aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste verfügbare Betriebssystem. Aktualisieren Sie alle Ihre Apps, sobald Updates verfügbar sind. Ich habe alle möglichen Lösungen besprochen, mit denen Verzögerungsprobleme auf Realme Q3 Pro problemlos behoben werden können. Realme Q3 Pro wird unerwartet heruntergefahren. Dieses Problem tritt sehr häufig bei Android-Smartphones auf. In diesem Fall schaltet sich Ihr Telefon plötzlich aus. Wenn Sie mit Ihrem Realme Q3 Pro Smartphone auf dasselbe Problem stoßen, ziehen Sie die folgenden Schritte in Betracht. Wie behebt man das plötzliche Herunterfahren von Realme Q3 Pro? Überprüfen Sie zunächst, ob der Akku des Realme Q3 Pro einwandfrei funktioniert oder nicht. Gehen Sie dazu zum Telefonwähler und geben Sie Raute 4636 Raute ein und wählen Sie. Jetzt können Sie Batterieinformationen sehen. Wenn die Temperatur Ihres Telefons stark ansteigt, könnte dies auch der Grund für das plötzliche Herunterfahren des Telefons sein. Wenn das Telefon überhitzt, kann es auch Ihre Gerätekomponenten beschädigen. Verwenden Sie keine sperrigen Rückabdeckungen. Dies kann aufgrund unzureichender Belüftung zu Heizproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass Sie überprüfen, ob der interne Speicher des Telefons noch Speicherplatz freigelassen hat. Wenn nicht, könnte dies der Grund für das unerwartete Herunterfahren sein. Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, setzen Sie Ihr Realme Q3 Pro auf die Werkseinstellungen zurück, wenn das Problem weiterhin besteht. Dies wird definitiv Ihre Probleme lösen. Der Realme Q3 Pro Bildschirm ist eingefroren oder hängt fest. Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie Spiele spielen, eine Aufgabe ausführen oder Anrufe tätigen. Dieses Problem wird hauptsächlich durch wenig RAM auf Ihrem Android-Telefon verursacht. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben. Wie behebe ich, dass der Bildschirm auf Realme Q3 Pro eingefroren oder hängen geblieben ist? Suchen Sie zunächst nach Android-Updates auf Ihrem Smartphone. Wenn jetzt ein Update verfügbar ist, aktualisieren Sie es sofort. Wenn auf Ihrem Telefon Apps vorhanden sind, die Sie nicht verwenden, erzwingen Sie deren Deinstallation oder halten Sie sie an. Starten Sie Realme Q3 Pro im abgesicherten Modus neu und warten Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn nicht, starten Sie Ihr Telefon normal neu und entfernen Sie die App, die das Problem verursacht. Bei bestimmten Apps wie Instagram können Probleme mit hängendem Bildschirm auftreten. Dies ist kein App-Problem. Entweder ist Ihr Telefonspeicher niedrig oder es ist weniger Speicherplatz auf Ihrem Telefon verfügbar. Wenn dieses Problem bei der Verwendung einer App auftritt, gehen Sie zu Apps, alle Apps anzeigen, wählen Sie die App aus. Sie haben Probleme und leeren Sie den Cache. Die letzten Schritte bestehen darin, Ihr Realme Q3 Pro Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies kann alle Ihre Probleme lösen. Die Hauptursache für dieses Problem ist RAM. Ich hoffe, nachdem Sie die obigen Anweisungen befolgt haben, können Sie dieses Problem lösen. Apps öffnen sich langsam auf Realme Q3 Pro. Sie müssen schon oft gesehen haben, dass sich eine App beim Öffnen sehr langsam öffnet. Sie werden dieses Problem bei allen Telefonen finden. Wenn dieses Problem auch auf Ihrem Telefon auftritt, befolgen Sie einige der einfachen Schritte unten. Wie behebt man Apps, die sich langsam auf Realme Q3 Pro öffnen? Überprüfen Sie zunächst, ob der interne Speicher Ihres Telefons über genügend Speicherplatz verfügt. Wenn nicht, löschen Sie einige Papierkorbdateien und überprüfen Sie sie. Dieses Problem tritt häufig aufgrund einer unsachgemäßen Verwaltung des Arbeitsspeichers Ihres Telefons auf. In diesem Fall können Sie die RAM Booster App verwenden. Dies hilft Ihnen bei der Gesamtleistung Ihres Geräts.
Überprüfen Sie, ob Sie Mod-Apps oder Spiele auf Ihrem Gerät installiert haben. Wenn Sie es installiert haben, dann installieren Sie es sofort von Ihrem Realme Q3 Pro. Wenn das Problem in allen Apps auftritt, sollten Sie Ihr Telefon neu starten und überprüfen. Damit sind die Erfolgsaussichten größer. Sie können die Lite-Version der Anwendungen verwenden. Dies kann die Nutzung des Arbeitsspeichers, RAM, auf Ihrem Telefon reduzieren. Wenn dieses Problem weiterhin auftritt, sollten Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Apps und Spiele stürzen plötzlich oder unerwartet auf Realme Q3 Pro ab. Wenn Sie eine App oder ein Spiel öffnen und plötzlich herunterfahren, ist dies ein häufiges Problem und kann behoben werden, indem Sie die folgenden Schritte zur Lösung dieses Problems befolgen. Wie behebt man plötzliche App-Abstürze auf Realme Q3 Pro? Gehen Sie zuerst zu Einstellungen Apps und suchen Sie die App, die ein Problem verursacht. Wählen Sie die App aus und löschen Sie die Daten. Überprüfen Sie, ob der interne Speicher Ihres Telefons noch mindestens 1 GB Speicherplatz hat. Dann installieren Sie die App und installieren Sie die App dann erneut. Dadurch wird das Problem mit dem App-Absturz behoben. Stellen Sie sicher, dass die App auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn Sie den Energiesparmodus oder den abgesicherten Modus aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass Sie ihn deaktivieren. Scannen Sie schließlich Ihr Gerät mit einer Antiviren-App. Außerdem erfahren Sie, wie Sie den Bootloader auf Realme Q3 Pro entsperren. Bluetooth ist nicht mit Realme Q3 Pro verbunden. Wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, wenn Bluetooth eingeschaltet und verbunden ist? Wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, wenn ich Bluetooth einschalte und eine Verbindung zu anderen Geräten herstelle? Wenn ja, dann folgen Sie den unten angegebenen Schritten. Wie behebt man ein Bluetooth-Verbindungsproblem auf Realme Q3 Pro? Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät nicht im abgesicherten Modus ausführen. Dieses Problem kann durch Router-Updates verursacht werden. Überprüfen Sie daher, ob ein Update verfügbar ist. Wenn Sie Änderungen an den Bluetooth-Einstellungen vorgenommen haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät von anderen Telefonen erkannt werden kann. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons für einige Minuten aus und dann wieder ein. Entfernen Sie alle zuvor gekoppelten Geräte von Realme Q3 Pro und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Bluetooth-Verbindung stabil ist und gut funktioniert. Gesprungenes Display und Touch funktioniert nicht auf Realme Q3 Pro. Wenn Ihr Telefonbildschirm gesprungen ist und Sie auf die Daten zugreifen möchten, befolgen Sie diese Schritte. Wie greife ich auf Daten zu, wenn die Telefonberührung auf Realme Q3 Pro nicht funktioniert? Sie können Realme Q3 Pro mit einem USB-Kabel an einen PC-Laptop anschließen. Auf diese Weise können Sie ganz einfach auf alle Ihre Daten zugreifen. Wenn Sie Ihre Daten auf der MicroSD-Karte gespeichert haben, nehmen Sie sie heraus und legen Sie sie erneut ein. Überprüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Das Problem kann ein Fehler des Bildschirmsensors sein. Überprüfen Sie es und ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Wenn Sie Apps auf Ihrem Telefon verwenden möchten, können Sie ein Ortkabel verwenden. Schließen Sie die kabellose Tastatur und Maus an. Auf diese Weise können Sie wie auf einen PC auf Ihr Telefon zugreifen. LAN-Verbindungsproblem oder geringe LAN-Reichweite auf Realme Q3 Pro. Wenn Sie über LAN mit einer langsamen Internetgeschwindigkeit konfrontiert sind, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um dieses Problem zu lösen. Wie behebt man ein Problem mit der LAN-Verbindung auf Realme Q3 Pro?